Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Willkommen zum 15. Part von den Ramadan-Vlogs. Das heißt, heute ist Halbzeit. Sahur-Time. Ich zeig euch meinen süßen Frühstücksteller. Ich hatte heute wieder Lust auf Toast. Ich hatte gerade Menik im Hintergrund oder Muffin, aber ich denke Menik. Das ist jetzt mein Frühstücksteller. Hier habe ich einen Toast mit Schwarzbrot und Käse. Einen mit Sujuk. Ohne Käse mit Sujuk. Und Gemüse und Oliven. Das ist jetzt mein Sahur-Teller. Darauf freue ich mich jetzt. Es ist der nächste Tag. Ich werde jetzt schnell die Hunde füttern. Meine Mama war kurz einkaufen, aber wir gehen jetzt nochmal doch zusammen einkaufen. Deswegen holt sie mich jetzt ab. Aber ich werde schnell den Hunden was zu essen geben. Ich sehe gerade, Mama ist auch schon draußen am Warten. Und dann werde ich schnell rausgehen. Dann müssen wir nämlich einkaufen, weil wir morgen Besuch bekommen. Wen haben wir denn da? Hallo. Hi. Na, aber. Alexander. Ben iyiyim. Seni bekliyordum. Wem redest du? Teyzenle konuşuyor. With my Tates? Yo. Teyzen bugün ne hazırlayacağını bana söylüyor akşam için. Hmm, hat sie schon gesagt? Ja. Was denn? Sarma. Mantı. Lecker. Fırında patatesli tavuk. Wow. Mercimek çorbası. Börek. Börek de mi var? Patatesli börek. Lecker. Salata. Ja, auf jeden Fall fahren wir dann jetzt los, ne? Weil heute Abend sind wir auch noch eingeladen. Hab ich euch ja gar nicht erzählt. Heute Abend sind wir auf jeden Fall eingeladen mit meiner These zu Iftar. Da bin ich auch, freue ich mich auch sehr drauf. Heute dann nicht kochen, das ist auch mal eine schöne Abwechslung, wenn man eingeladen wird, ne? Wir müssen gleich ein Paket abholen. Und ich sehe hier nichts wegen der Sonne. So, jetzt. Ich habe gerade einen Pullover an und meine G-Hose, die habe ich sehr lange nicht mehr angehabt. Und meine Buffalos. Sehr gemütliches Outfit. Alles locker flockig. Und ja, jetzt geht's erstmal ein bisschen einkaufen. Diese Schuhe, Leute, die habe ich letztes Jahr auf Mallorca gekauft, wo ich mit meinen Eltern war. Und seitdem ziehe ich die ständig an. Die sind so gemütlich, aber guck mal, die sind schon dreckig geworden, sehen ein bisschen alt aus, aber egal. Ich finde die einfach nur gemütlich und damit bin ich einfach so viel größer. Guck mal, was da für ein Plateau ist. Ich bin richtig groß damit. Mama war gerade in einem Laden, ich musste auf sie warten im Auto, weil hier kein Parkplatz war. Und dann war die gerade in einem orientalischen Lebensmittelladen, weil wir brauchten noch Pistazien. Mama macht nämlich für morgen Baklava. Genau. Oh. Okay, das sieht sehr, sehr lecker aus. Mhm. Lecker. Eine Klo 20 Euro. Ja, 20 Euro ein Kilo. Mhm. Ist das gut? Ja. Gut. Lecker Baklava morgen. Lecker Baklava. Der erste Laden, wir sind natürlich beim Türken. Für Baklava brauchen wir natürlich auch Baklava-Teig, deswegen hier mal Samayuka. Einmal Olivenöl, ich weiß nicht wieso, weil wir haben irgendwie voll viel Olivenöl zu Hause. Paprika, dann diese Paprika, Petersilie und Gurken. Was guckst du da nochmal? Ich bin jetzt bei einer Packstation. Hier sind irgendwie Leute, das ist ein bisschen weird zu filmen, aber ist nicht so schlimm. Ich finde das voll cool mit der Packstation, weil bei uns sind die noch nicht so lange. Gibt's die? So, abholen, scannen, Vor- und Nachnamen eingeben. Das Paket ist für meine Mama. Einfach irgendwas machen. Ist ja direkt hier. Ich habe dein Bio-Belinda-Paket genommen. Dankeschön. Ich weiß nicht, wie schnell wir immer Pfandflaschen sammeln, ne? Ich bin halt ein bisschen langsam. Aber wir geben das hier zusammen ab, Leute, dieser Raum stinkt einfach. Okay. Das war so wunderschön, Mama. Ich habe 1,50 Euro. Mama hat 55, also ich habe gewonnen. Ich hab gewonnen. Jetzt gehen wir zum Edeka. Also wir sind jetzt gerade bei Edeka. Wir gehen noch rein, holen hier noch ein paar Sachen und dann fahren wir aber nach Hause, oder? Das reicht. Hier sieht es wirklich sehr gesund jetzt gerade aus, weil wir werden, was wir kochen werden morgen, da brauchen wir echt viel. Wir werden nämlich 14 Personen wahrscheinlich sein. Und für 14 Personen brauchen wir auch dann, je nachdem, viel Gemüse. Und Kartoffeln, wir haben Rucola, wir haben Feldsalat da unten. Eisbergsalat, wir haben Joghurt, wir haben normalen Kopfsalat, Zitrone, wir haben Granatapfel, ganz viele Tomaten. Wir haben sogar verschiedene Versionen von Tomaten hier, je nachdem, was wir machen werden damit. Avocado, wir haben Lila-Zwiebeln, weiße Zwiebeln, nochmal Joghurt. Dann haben wir hier einmal diese Kräuter,
Chili und nochmal Gurken. Also ganz viel Gemüse. Wir haben jetzt doch noch ein paar ungesunde Sachen, wie ihr seht, hier im Einkaufswagen. Ich habe mir übrigens auch diese Haarreifen gekauft, weil ich finde die ganz cute. Auf jeden Fall haben wir auch viele ungesunde Sachen hier gekauft, wie ihr seht. Weil wir so einen großen, ich werde so eine große Platte machen, wo ich alles drauf mache. Werden wir dann so mit Chai-Spitzer so essen können. Ja, eine Süßigkeitenplatte werde ich später vorbereiten. Sind wir auf jeden Fall am Auto. Müssen hier alles ins Auto packen und dann fahren wir auch schon weiter. Das Wetter ist so unnormal schön. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert. Wir hatten mal dieses Tellerset gekauft am ersten oder zweiten Tag von Ramadan war das. Mit meiner Mama bei Bauhaus war das. Da haben wir jetzt nicht genügend geholt. Ich glaube, wir hätten dafür 6 Personen nur geholt, ne? Genau. Jetzt holen wir da noch mehr, damit wir das für 8 Personen haben. Mindestens damit so ein Tisch halt komplett damit bedeckt ist. Wir sind jetzt im Bauhaus. Ich hoffe mal, die haben hier noch diese Teller. Mama, hier riecht es voll nach Bäckerei. Hallo, Mama. Ein schöner Cardigan. Ja? Schöner Cardigan. Ja, danke schön. Das ist einfach meine. Mama hat den mir geklaut. Wir haben die Teller jetzt bei Bauhaus gefunden. Ach, das sind die, die wir haben. Und ja, jetzt holen wir halt noch ein paar, damit wir den Tisch auch voll haben damit. Und weil letztes Mal hatten wir ihn nicht komplett geholt. Dieser Sessel sieht so geil und gemütlich aus, aber wir haben gar keinen Platz dafür. Ich werde mich jetzt hier rein. Boah, das ist voll schön. Und ich könnte jetzt hier einschlafen. Es ist wirklich richtig gemütlich an der. Es ist so schön, wenn du jetzt so draußen in der Sonne liegst. Das sind auch zu viele, oder? Das auch zu viel. Ja, aber Stromschlag. Gemütlich? Ja, ne? Sehr gemütlich. Okay, jetzt los, komm. Wir müssen los. Los, wir haben jetzt alles, Leute, für 2 Personen, also 2 weitere Personen haben wir das jetzt geholt. Wir haben 8 Personen. Wir sind aber morgen 14 Personen, höchstwahrscheinlich. Wir werden 2 Tische machen und werden aber den Gartentisch dann von der Terrasse reinholen und einen zweiten Tisch dann damit machen. Ich habe hier ein bisschen Müll aussortiert. Ich hatte hier ein Paket von About You, da habe ich die Klamotten rausgenommen, weil ich die Tage jetzt die Story dafür drehen werde. Deswegen habe ich das erstmal hier. Ich kann aber dann gleich das Paket runterbringen, damit wir das wegschmeißen können. Dann habe ich hier noch 2 Tüten Müll, die weg müssen. Dann werde ich mich jetzt schnell umziehen, weil wir haben schon 8 Uhr. Und dann müssen wir auch schon losfahren, ne? Zieh ich das. Okay, wir sind jetzt auf dem Weg zu meiner These. Wir haben jetzt hier noch Kartons, die wir noch wegbringen müssten. Wir sind eigentlich relativ gut dran mit der Zeit. Wir haben jetzt 10 nach 8. Mama ist einmal da oben und dieser Container ist halt für so Papier und so. Das ist voll praktisch. Und das alles muss jetzt einmal da rein. Jetzt sagt die so, wieso bringst du mir nur einen Teil? Ich muss aber die Kamera jetzt gleich weg. Guter Müll, bitte. Ich muss Kamera weglegen. Aber warte, man kann es einmal zeigen, wie das aussieht. Aber ich schnappe mal der Kamera. Ja, ich schnappe schon. Hi. Hi. Ich will jetzt ein bisschen mehr, lass mich. Ich warte schnell rein. Zack. Zack, zack. Schnell, schnell, hızlı çalış. Daha var mı? Letzte. Tak tak. Okay. Und hier, oh, fast runtergefallen. Jetzt ab zu meiner These. Wir sind jetzt angekommen bei meiner These. Und ich sehe, der Tisch ist auch schon vorbereitet. Wir sind genau pünktlich zu Iftar hier. So, sieht der Tisch schon mal aus. Yummy. Ich zeige euch gleich nochmal genauer. Auf jeden Fall, Aylin ist noch nicht da. Aylin kommt so gegen 9. Ne? Wo ist Malt eigentlich? Okay, Malt kommt auch gleich. Dann sind wir allein irgendwie. Ob ich Spargel mag? Mhm. Ja, ich mag Spargel. Warte. Eine Maus! Mama! Erst.
Momo! Gang! Momo hat keine Lust. Ja, wollen kannst du abgeben. Kannst was? Du abgeben? Mhm. Ich hab mal so ein Bier am Spargel ist sogar voll teuer. Schmutz, du hast doch mal lassen. Die Leute, ihr habt es nicht. Sahnesoße. Soße Bernays. Mert! Jan, ja, was geht ab? Mmm, Bernek. Du bist doch am Weg zum Abend. Sag mal, erstmal Pause oder was? Muss Pause machen? Ja. Los. 2 Monate. Guck mal, wie schön der ist. Warum? Das ist kein Festjob. Ist das kurz Leute, schaut euch diesen weißen Spargel an. Ja. Hat mein Entchen in Holland gekauft. Da kriegt ihr das günstiger, falls ihr auch noch in Holland wohnt. Hört ihr da hin? Wie heißt das? Weißt du, wie das Landgraf. Landgraf. Ja, gerade. In einem Markt einfach oder wo ist es? Auf dem Markt. Einfach auf dem Markt. Nach 3 Uhr gehen, 4 Uhr macht so günstiger. Oh, Kasten 5 Euro. Ich hab den Tipp des Jahres. Faisal macht gerade den Salat fertig. Ja, sieht aber sehr lecker aus. Extra für dich. Mit Zitrone. Ja, ich mag mit Zitrone gerade den Salat. Die anderen mögen so mit Essig. Deswegen hat extra noch einen Tonsalat. Richtig süß. Faisal hat einfach Mantra gemacht. Oh mein Gott. So fahrt einfach aus. Hier haben wir Hähnchen, Kartoffeln, Soßen und ein Melt McTorus. Das ist ein kleiner Tiger. Ja. Der ist so hübsch. Ah, ich hab dich, ich hab dich. Zeig mal sein Gesicht. Hier ist richtig hübsch. Ui! Momo! Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu an la Lady. Momo! Darf ich gehen? Meine Maus! Mies. Und wenn ich in der Soße hatte, dann läuft schnell weg. Mies so. Die wollte angeblich keine Haustier haben. Ich schwöre. Hi Leute! Ich habe mich auch schon in Chill-Klamotten begeben. Ja, Eileen ist jetzt auch da. Die hat mir kurz ihre Ausbeute gezeigt, die war heute shoppen mit einer Freundin. Yes. Und ja. Deswegen ist sie ein bisschen zu spät. Du hast Donuts doch mitgenommen. Wir müssen Donuts zeigen. Komm, wir gehen nach. Donuts. Das hat Eileen heute gemacht, Leute. Das sieht einfach nur lecker aus. Ich bin gerade zwar am Abnehmen, aber ich gönne mir auf jeden Fall hier so einen Becher mit Erdbeeren. Das ist Mascarpone-Creme, ne? Ja. Geil. Das ist ein Milchtatle, oder wie heißt das? Gulatsch. Gulatsch. Und die Donuts, die Eileen heute mitgenommen hat. Dann haben wir natürlich noch Chai, Chicken Deck. Hinten ist jetzt nicht mehr so viel Platz, deswegen bin ich in der Küche. Dieses Dessert sieht einfach so lecker aus. Und dieser Donut ist von Dunkin' Donuts. Ich achte zwar aktuell darauf, was ich esse und versuche ein bisschen abzunehmen. Ja, ich nehme den Donut. Aber da ist Schoko drin. Mal, willst du die Hälfte von diesem Donut? Magst du auch diese? Chai, ja. Deswegen esse ich jetzt nur das hier, so ein kleines Stück. Ich habe nur ein bisschen gegessen. Wieso esse ich das hier? Lecker. Schmeckt. Oh, nein! Aber richtig deftig. Echt? Ist da zu viel Schickheit, ne? Nee, das ist nicht deswegen im Allgemeinen. Also, wo? Ich meine, zum Abnehmen jetzt so, ne? 5 Kilo muss ich abnehmen. Ach, ne? Ich habe eigentlich nur zugenommen noch. Also ich muss ehrlich sagen, ich esse nicht mal viel abends. Ich schaffe mich nicht voll. Ich habe viel gegessen am Anfang. Jetzt seit 2 Tagen esse ich wenig. Jetzt noch ein bisschen lecker Obst. Das sieht aber echt saftig aus. Soll ich auch essen? Trauben, sind die ohne Kerne? Ja. Lecker. Und Erdbeeren, ich liebe Erdbeeren. Erdbeeren ist mein Lieblingsobst. Wir sind wieder zu Hause. Ich werde mich jetzt direkt daran machen, das Video für euch zu schneiden. Meine Mutter macht jetzt so Baklava für morgen. Morgen steht wirklich sehr viel Arbeit an. Das heißt, wir werden auch früher anfangen zu kochen. Aber ich werde euch morgen mitnehmen bei allem, was wir machen. Ich bin sehr gespannt, wie der morgige Tag wird. Also wie gesagt, morgen kommt halt Timmy und meine Familie und so weiter und so fort. Das werden auch viele Leute sein. Also wir werden, glaube ich, so 13, 14 Personen sein. Ich kriege immer noch Fragen, Leute. Wer ist Timmy? Unter jedem Video, wenn ich immer Timmy erwähne. Timmy ist mein Freund,
Aber ich hasse es so. Also ich mag es nicht zu sagen, mein Freund, mein Boyfriend, deswegen nenn ihn einfach Timmy. Das ist einfach Timmy. Ja, dass ihr da Bescheid wisst. Ich freue mich auf jeden Fall auf den morgigen Tag und dann würde ich jetzt sagen, sehen wir uns auch morgen wieder und bis dann. Tschüssi!